Damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Silber Randomizer Nuzlocke mit dem Tem. Ich bin Tem. Der hier nicht. Wir können. Und ich muss wie immer gucken. Ich habe ein paar Folgen voraufgenommen. Also die letzten beiden habe ich quasi eine Woche vor. Ich habe eine Weile nicht gespielt, will ich sagen. Wir haben noch 2,5. Vielleicht sogar 3 Encounter. Wir gucken uns jetzt um. Weil ich kann rechts in die Dunkelhöhle. Weil ich glaube, in Kanto ist es der Felstunnel. Hier ist es die Dunkelhöhle. Ich kann zum Clefensa-Turm hoch. Und hier unten weiß ich nicht. Weil ich das nie weiß. Antipara wäre es. Eine Sache, die man... Aber ich glaube, hier ist kein Gras. Hier ist nämlich im Remake... sind hier die Bäume so ein bisschen ausgespart und hier ist Gras. Oder ich verwechsel das mit Revo, aber ich glaube auch im Remake kannst du hier Voltilam vor der ersten Arena fangen. Und dann haben wir noch die Alf-Ruine. Kann man die machen vor der Arena? Weil dann kriegen wir hier noch ein Level 5er vorausgesetzt. Ich bin nicht mehr doof. Ihr habt alle Beeren, oder? Beere. Beere. Du kriegst nix. Beere. Sekunde. Das ist schon Dönerwelt. Wie war das? Ich glaube, man muss hier rein. Oh ja, los geht's. Ich meine, das haben wir ja schon gesehen. Das ist ja gar kein Problem. Wenn man das Pokémon wild sieht, kann man sich das gleich viel besser vorstellen. Und zwar gehören die Ecken in die Ecken. Das ist ja schon mal immer klar. Und dann... nicht? Warum nicht? Ihr müsst mir mal ganz kurz helfen. Was ist denn falsch? Seid ihr wie immer... Die sind immer komisch, weil die können so oder so sein. Ich habe ihm ein bisschen engeres Popöchen gegeben, aber alles gut. Ja. Hui. Jetzt kriegen wir einen Encounter. Weil jetzt gibt es hier Incognito. Level 5. Die wahrscheinlich keine Incognito sind. Aber ich habe nicht auf Pokébälle geachtet oder so. Easy Game. So, rauskommen wir. Wir haben 11 Pokéballs. Komm, give it to me, baby. Aha, aha. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich habe so oft Stratini und so in Randomizer Nuzlocke. Das ist unglaublich. Oh, ich habe die. Normalerweise ärgert mich das sehr, weil die brauchen halt extrem viele EP, ja. Aber. Ich mach so. Wir gehen googeln. Wir gehen googeln. Ihr wisst, wie es ist. Dragonier. Mir ist nämlich gerade eingefallen. Dragonier. Ich habe irgendwo ein R mittendrin rein. Wenn das Drachenwut kann. Dann schlecht. Kriegt aber erst auf Level 22. Das kann tatsächlich Donnerwelle, Silberblick, Wickel, Windhose. Und Donnerwelle, Wickel gegen ein Elektro-Pokémon in Gen 2 ist einfach nicht so gut wie in Gen 1 gegen ein Nicht-Elektro-Pokémon. Wir machen es schön langsam. Selbst wenn ich ihn kritte, sollte Blubber ihm nichts so richtig tun. Das ist ein Encounter, Kinder. Das ist. Oh, das geht doch. Ah. Okay. Egal, das ist ein Counter, Kinder. Ich bin... Ja, okay. Ich bin... Was, 3 Level höher? Ich weiß es nicht. Das hat mich immer schon geärgert in alten Pokémon-Spielen, dass du dein eigenes blödes Scheiß-Level nicht sehen kannst, wenn du eine... Primäre? Primäres Status? Ist das Sekundär oder Primäre Status? Ja. Ja, danke. So langsam tut's weh. Bei Wickel kann ich nicht rauswickeln. Ey,
Es ist früh für mich. Normalerweise schlafe ich um die Zeit. Ich freue mich gerade. Ich habe auch einen Namen. Aber ich glaube, für euch kann ich das jetzt spulen, bis ich Bälle werfe. Boah, das hat gerade auch den Crit. Jetzt will ich nicht mehr. Das Geile ist auch, Windhose ist eine Hose aus Wind. Es ist wenigstens eine Drachenattacke. Das hat ja Dratini im Original einfach gar nicht. Und mit Original meine ich rote Edition. Für Dragonir wird ein Eintag-Pokédex gemacht. Seine kristallenen Bälle. Geil. An seinem Schwanz. Okay. Er möchte hier sehen, das Wetter zu beeinflussen. Ja gut. Das kann Shigi mit Regentanz auch. Männlich ist ganz geil, weil dann ist es auf jeden Fall kein L. Glaube ich. Ich glaube, Darok waren meine X, Glurak und Molnar. Stimmt, da ist noch ein R. Ist mein Dragoran. Ich meine, für die nächsten 100 Jahre nicht, logischerweise, aber... trotzdem geil. Es gibt halt Wutanfall in der Gen. Das war's, aber ich krieg einen Dragoran, wenn ich es nicht verrecken lasse. An einer dummen Eisattacke. Ich weiß nicht mehr, der kämpft nicht, oder? Ich gehe jetzt erstmal ins Pokécenter. Dann sehen wir weiter. So, das ging schnell. Gucken wir uns mal ganz kurz unser Dragonier an. Das ist ja... das ist Zuckertöfte. Sag ich euch. Oh Gott, ihr seid alle so hohes Level. Die dürften ja Level 10 sein maximal beim Arena-Kampf. Beim Boss-Kampf in der Arena. Attacken kann man nur in dem wechseln. Scheinbar immer noch. Ja, die Attacken sind natürlich alle kacke erstmal. Aber ist okay. Weil, warum sollte es das nicht sein? Wir haben noch zwei Bären, da würde ich gerne wieder welche holen. Aber wir geben dir auf jeden Fall eine. Du stirbst uns nicht weg. Hoffe ich. Hier gab es, glaube ich... nee. Ich dachte, da kann man sich was holen. Wir machen jetzt so ein paar miscellaneous Dinge. Bevor wir das nächste Pokémon fangen. Bestimmt. Das wird ein Trainer. Ja. Okay, ich habe gelogen. Hast du gewonnen? Nein. Ich habe aber auch noch nicht versucht. Ich würde kotzen. Ich bin eine Lehrerin. Es ist gut für dich, bei mir zu lernen. Ich finde das geil. Das machen sie, das würden die heutzutage nicht mehr machen. Ich glaube, da drin gibt es kein Item. Also. Scheiß drauf. No Fans, Saturn! Weißt du was? Wir tun doch Teleo wieder nach vorne. Weil ich will nicht sterben. Ich habe so richtig Schleim gerade im Rachen. Das ist ärgerlich. Wilde Pokémon erst ab hier. Wo war der Trainer da unten? Den wollen wir gar nicht machen. Wir wollen nur ein Pokémon fangen. Vielleicht. Pokémon los! 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 Ja, da kommt noch eins. Die sind relativ, also das eins kommt, ist relativ selten in dem Turm. Ist aber okay. Taubos. Übrigens mega geil, wir hätten einen Taubsi haben können, aber ich nehme auch einen Taubos. Was kann Taubos? Ich habe ein bisschen, es sollte nur irgendwie... Windstoß, vielleicht Ruckzuckie-Tackle, Tauboss. Aber sagen wir, es kann jetzt Sky Attack. Das wäre schlecht. Wo ist es denn? Gen 2. Ich habe gerade Orkan gesehen, aber das ist ein Level-Up-Move ganz viel später. Level 6, okay. Ruckzuckie, Sandwirbel-Tackle, Windstoß und Sandwirbel. Was heißt Sandwirbel wahrscheinlich? Mit Ruckzuckie-Tackle, Windstoß. Ich glaube, Donnerwelle und wir gehen in unseren Stein. Schlugfehl, okay. Dann traue ich mich vielleicht einmal zu blubbern. Ich will auf gar keinen Fall verwirren.
Weil ihn, sie, also, sorry. Weil dann macht sich's nur selber kaputt. Wie doll tust du mir weh? Du bist halt voll digitiert. Da halte ich einen Crit-Ruckzuckieb aus. Ruckzuckieb dürfte stärker sein als Tackle Legend. Windstoß resiste ich, das easy game. Vor allem ist es... Nee, Bullshit. Klar, Flugattacken alle physisch. Ich wollte gerade sagen, Flugattacken sind ja speziell, ist ja Windstoß. Nein, Terminus, das ist nicht richtig. Bei Taubos bin ich übrigens nicht sauer. Klar, wir haben gerade ein Dragonier bekommen. Das macht optisch auch ein bisschen mehr her, geben wir es zu, als so ein Route 1 Vollentwicklung. Aber hey, guck's dir an mit den Haaren. Ist ja fast schon, ist ja schon halb mega. Das ist doch schön. Da wir keine EP bekommen beim Fangen, mache ich einfach das Richtige und lass überhaupt keine komischen Crit-Sachen zu. Weil, hau meinen Stein. I dare you. So, Pokéball. Ich hätte noch blubbern können, aber hey. Ganz ruhig mit den jungen Vögeln. Ey, verflixt! Aber zum Glück hat er die Fünffachpara, wie ich im letzten Kampf. Das ist ein cooles Team, muss ich sagen. Sehr viele Gen 1 Pokémon, aber wenn man Gen 2 spielt, ist die Hälfte der Pokémon Gen 1. Eigentlich mehr. Es spreuzt seine mächtigen Flügel, um seine Freunde zu verängstigen. Außerdem kann es ihn auf die Fresse hauen. Mit Mach 2. Ich weiß gar nicht, was ist Mach und was ist dann Mach 2? War Mach einfach Lichtgeschwindigkeit und Mach 2 ist doppelte? Ne, oder war das Schallgeschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Und selbst das ist an den Haaren herbeigezogen. Du heißt Columbia. Lumbia. Ich finde das so frech, dass ich mich nicht so lang nennen kann, aber... Hey, es geht ja um die Pokémon. Bye, war cool. Gucken wir gleich an. Ja, ein bisschen... Voll entwickelt. Könnt ihr auf jeden Fall gut was machen. Sandwirbel ist halt auch so eine Assi-Attacke. Ja, ich finde gut, dass dein Spätz größer ist, was du niemals gebrauchen wirst. Gefällt mir, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir das seltene Vergnügen. Wir können ein Pokémon mehr fangen, als wir im Team haben. Weil ich habe tatsächlich die Alfruin vergessen. Kriegt man einfach ein Dragonier. Nochmal ganz kurz, Pitstop. Ich weiß ja nicht, was die gegen mich haben, aber die werfen mich immer sofort wieder raus. Finde ich frech. Also, gibt ein 1-Stern-Review auf. Ich weiß gar nicht, wie solche Apps heißt, um ehrlich zu sein. Obstbaum mit Bitterbeere. Ich würde auch gerne die anderen Beeren nochmal holen. Vielleicht auch die Gegengiftbeere. Je nachdem, wir gucken jetzt erstmal. Cookie, was drin ist sie? Wisst ihr ja? Los geht's. Was soll man warten? Ich werde nicht versuchen, den Ball zu holen ohne... Ah, vielleicht schon. Soweit ich weiß, war das gar nicht so schwer. Vielleicht aber auch schon. Okay, ich kenne mich hier anscheinend nicht mehr. Ja, hier links. Dann so. Geh doch nicht von mir weg! Wenn ich gleich irgendwo runterspringe, habe ich ein mega Problem und muss die Karte öffnen. Oh oh. Für eine Brandbeere, das ist ja... Ich meine, wir haben nichts gegen Brand, das kann ja... Ich weiß nicht, wo ich bin. Loopsklaus? Kann Taliao im Grunde verhauen, aber ich habe Angst vor EP. Ich habe Angst vor EP. Ohne Scheiß. Wir gucken mal, was Columbia kann. Guck sie dir an, sieht nicht mal richtig schrecklich aus. Erstmal, hier, komm, ja, dann auf jeden Fall so. Und wer braucht Tackle, wenn er ruckzuck? Weil ich weiß nicht, was stärker ist. Wir können ja nebenher... Tackle 35, ruckzuck 40. Gucken, ob das auch auf der Gen stimmt. Tackle, oh, Zuki war immer 40. Gen 1 bis 4 war Tackle 35. Gen 5 und 6 war es 40 und Gen 7 war es wieder 40.
Halt auf! Nochmal von vorne. Ich darf dich killen. Gen 1 bis 4, also Rot-Blau bis Diamant-Perl-Platin, war Tackle 35 Base. Gen 5 und 6, Schwarz-Weiß XY, war es Stärke 50. Das hat mich immer gewundert, dass das Stärke 50 ist, weil das voll okay. Und ab Gen 7, Oras, Bullshit, Sonne und Mond, Sumo, sowas, Bullshit, alles Blödsinn, war es wieder 40. Und die Genauigkeit ist auch nur 45 in den ersten 4 Gens. Alles klar, alles klar, alles klar. Ab Gen 5 hat der Tackle ja einen Mega-Buff. Stärker als Ruckzuckhieb. Hier nicht. Da schon. Okay, ich komme wieder raus. Easy Game. Ich will trotzdem einen Nicht-Haltera. Cookie, Cookie. Das könnte jetzt ärgerlich sein. Wenn wir kein Pokémon mehr hier erwischen, dann lassen wir das mal offen und fangen halt im anderen Teil der Dunkelhöhle irgendwann mal irgendwas. Das heißt, ich werde jetzt noch ein Pokémon encountern. Danach. Und dann holen wir uns die Beeren und gucken in die Arena. So wird's gemacht. Ich schau dir auf deinen Mann, das finde ich super toll. Habe ich jetzt eigentlich die Tabelle geschlossen? Windstoß auf Stärke 40. Also Windstoß und Ruckzuckhieb gleich stark. Außer es geht mit Effektivitäten einher. Was eigentlich immer ist, drück immer Windstoß. Weil wo ist Tackle besser als Windstoß? Geister treffe ich nur mit der Flugattacke. Stahl und Stein ist mit Ruckzuckhieb dasselbe. Was habe ich gesagt? Einer noch. Flug normal ist so eine Kombo, weißt du? Irgendwie... Weiß ich nicht. Was resistet denn auf Flug? Elektro-Pokémon! Aber ich habe so das Gefühl, ich will nicht mit Columbus in einem Elektro-Pokémon sein, wenn ich die Wahl habe. Okay. Wir lassen das mal. Boah, meine Stimme belebt sich schon wieder. Lass das. Tu das nicht. Traue ich dir dazu? Ich will nicht die Beere verschwenden, um ehrlich zu sein. Wir machen das mit Columbia. Dann haben wir halt nur 6 Pokémon, aber... Kann man ja auch nicht mehr mitnehmen. Erstmal. Pop, 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 pop. Das ist okay. Das ist alles okay. Wir holen uns jetzt die beiden gratis Beeren, weil die sind halt gerade Early Game echt noch toll. Die sind echt noch toll. Und dann... sehen wir weiter, nicht? Weißt du was? Nee, 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 nee. Ich lass das mal drauf. Wir trainieren einfach so, wie es gerade ist. Level 9 ist ja okay. Los geht's.
Okay, hier muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Das wäre schon auch cool. Das wäre auch schon... Das hätte ich gern. Wir haben jetzt Normalflugvögelchen, was wahrscheinlich sogar besser ist, weil Dodri vielleicht einen schlechteren Ruf wohl hat? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ob das irgendwas viel Besseres hätte. Es wäre schneller. Aber mit dem Attack Stat weiß ich nicht. Ist also okay. So, jetzt kleine Planänderung. Weil eigentlich wollte ich jetzt die Arena machen, jetzt ist meine Aufnahme aber schon eine halbe Stunde lang. Wird ja runtergeschnitten und beschleunigt und alles, aber ist jetzt so, wie es ist. Ich dachte mir, vielleicht gehe ich in den Knufensa-Turm und mache den, um unsere anderen Neuzugänge jetzt hochzuleveln, aber ganz ehrlich. Die tun sich gut. Columbia reiht sich hier mit meinen Stärksten schon ein, gar kein Problem. Molnar ist ein bisschen langsam, aber die Hytera geben ja so viel EP. Ich glaube, ich weiß es nicht, wenn ich die Muse habe vielleicht, ich werde mich zwischen den Folgen auf Level 9 trainieren mit allen. Dann können wir in der nächsten Folge die ersten beiden Trainer machen und hoffentlich keinen Pokémon auf Level 11 bringen. Und dann machen wir in der nächsten Folge eigentlich die ganze Arena. Das wird ganz toll. Ich habe mehrere Lead-Optionen, weil ich einfach hier Donnerwelle drauf habe. Ich habe da Donnerwelle, Verwirrung, ich habe hier Verwirrung. Kannst du eigentlich sonst noch was? Du bist gerade noch ein bisschen... Ja. Ist okay. Von einem guten defensiven Pokémon bis jetzt ein bisschen runter, weil ich viel neues Zeug habe. Ich habe übrigens eine Eisschwäche, wie blöd. Eis sehr effektiv, später vierfach effektiv, sehr effektiv und keine Spätz. Sehr effektiv. Das Resisted Eis und das im Grunde auch. Im Grunde auch. Funktioniert alles. Alles toll. Trotzdem, der Plan steht. Nächstes Mal in die Arena. Allen noch Bären ge... Alte Sau, was ist los? Guten Morgen, ich bin's Crystal, wie geht's dir? Ich wollte gerade fertig machen. Mein Magnetilo ist voller Energie, das ist toll. Als Elektro-Pokémon, Glückwunsch. Und hast ein Wasser-Pokémon besiegt. So. Falls es euch gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Liken ist eine ganz tolle Sache. Ihr könnt immer gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne. Ich antworte eigentlich auf alle. Weil, ganz ehrlich, wie viele sind da schon bei mir? Und sonst kommt auf den Discord, Terminus raus, bis zum nächsten Mal. Lecker Schmecker!